Godzilla Minus One läuft bereits im November in Japan an, in Amerika erst im Dezember, meine ich. Wir in Deutschland wissen immer noch nicht ganz genau, wann das Ganze erscheinen soll. Es gibt schon erste Gerüchte, dass wir uns auch auf den November freuen können. Dazu kann ich aber noch nichts Offizielles sagen. Was nun aber im Internet neu herumkursiert, erstmal abseits von diesen ganzen Veröffentlichungstheorien, ist eine weitere Theorie, die irgendwie schon als bestätigt dahingestellt wird. Und ich will mit euch darüber reden, warum es laut sehr, sehr vielen Menschen da draußen in Godzilla Minus One bereits bestätigt zwei verschiedene Godzilla-Varianten geben soll, die scheinbar gegeneinander kämpfen. In diesem Sinne, bleibt auf jeden Fall dran und viel Spaß mit dem Video. Wir haben vor gar nicht allzu langer Zeit auf Twitch mal über diese Mothra-Theorie gesprochen. Da habe ich ja schon gesagt, ja, es ist nett darüber zu philosophieren, ob Mothra hier irgendwie Sinn ergibt. Und wenn man halt ganz viel Fantasie benutzt, konnte man auch hier und da diese Fäden sehen, die Mothra ja spinnen und spucken kann. Man konnte im Logo Mothras Larve sehen, wenn man da Lust drauf hatte. Aber im Endeffekt haben wir dann alle zusammen gesagt, nee, glaube ich irgendwie nicht dran. Es gibt kein Indiz dazu. Allerdings konnte man bei dieser Theorie wenigstens irgendwo herausziehen, warum Menschen gesagt haben, Mothra scheint logisch zu sein für diesen Film, allein schon wegen dem Logo. Jetzt kam allerdings eine Theorie auf, die mir auch sehr häufig geschickt wurde, und zwar eine Theorie, in der es heißt, ey, es gibt zwei Godzillas im Film Godzilla Minus One, und es wurde einfach mal so stehen gelassen. Wenn ich daraufhin gefragt habe, wie kommst du denn darauf, konnte mir einfach niemand eine Antwort geben. Interessanterweise häufen sich allerdings auch die YouTube-Videos, gerade im englischsprachigen Raum, die immer mehr betonen, ja, anscheinend wurde es mal geleakt und confirmed, da würde ich einmal aufpassen, dass zwei Godzillas wirklich in diesem Film dabei sein sollen. Und mit dem Ganzen official confirmed, offiziell bestätigt, würde ich immer vorsichtig sein, wer das offiziell bestätigt hat, denn im Falle von Tohos Godzilla muss es Toho selbst bestätigt haben, damit es wirklich offiziell ist. Und da kam nichts. Ebenfalls war im Trailer kein zweiter Godzilla zu sehen. Oder vielleicht doch. Es gibt Theorien, die einfach davon ausgehen, dass wir schon im Trailer zwei verschiedene Godzillas gesehen haben. Und ja, tatsächlich sehen wir Godzilla in zwei verschiedenen, ich sag mal, Zuständen. Darüber hatten wir auch schon gesprochen gehabt in dem Livestream-Video, wo wir uns über den Trailer unterhalten haben. Das Video habe ich dir gerade mal da oben verlinkt, da kannst du gerne mal draufklicken. Da ging es darum, dass wir relativ am Ende des Trailers einen Godzilla sehen, der total verbrannt aussieht. Und ich habe mir eben gedacht, ja, das wird sehr wahrscheinlich einfach der Godzilla aus Godzilla Minus One gewesen sein, der aber einfach gerade von Raketen getroffen wurde. Man sieht ja auch, wie er noch so ein bisschen am Glühen ist. Nein, die Theorie geht aber davon aus, dass das hier der zweite Godzilla ist. In diesem Film soll es wohl genau darum gehen, dass es einen Godzilla gibt, der die Menschheit vernichten will, und eben einen anderen, der für die Menschen kämpft. Ein weiteres Indiz dafür soll dieses Bild hier sein, und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist mir auch schon aufgefallen, aber ich konnte mir noch nicht so wirklich einen Reim darauf machen, dass wir hier in diesem Bild sehen, wie Godzilla vor einer Atomexplosion steht und die Menschen stehen hinter ihm und alle schauen aber in die gleiche Richtung. Das ist stilistisch sehr interessant gewählt, weil das darauf hindeuten lässt, dass sowohl die Menschen als auch Godzilla auf eine gemeinsame Gefahr hinüberschauen und dass wir hier möglicherweise nicht mal eine Atombombe sehen, die auf Godzilla geschossen wurde. Wir sehen hier möglicherweise eine Art Angriff in Form eines Atomic Breath oder ähnliches, welches auf den Godzilla, auf die gute Variante von Godzilla geschossen werden soll. Dieses Zwei-Godzilla-Theorien-Ding wird also immer mehr aufgepauscht. Und warum ich hier so hellhörig geworden bin, muss ich ganz ehrlich sagen, es fühlt sich so an wie damals bei Godzilla vs. Kong, wo alle gesagt haben, Mechagodzilla ist da, weil plötzlich anscheinend etwas geleakt oder gedroppt wurde. Und am Ende hat es auch gestimmt. Und hier finde ich es einfach sehr interessant, dass sich dieses Gerücht so extrem im Netz verbreitet, dass es zwei Godzillas geben soll, obwohl es hier keine wirklichen Indizien dafür gibt. Das heißt, dass das wirklich mal geleakt wurde für eine bestimmte Zeit lang, halte ich tatsächlich für sehr wahrscheinlich. Das ist wirklich, ich meine, die Mothra-Theorie, nochmal dazu zurückzukommen, haben wir auch besprochen, die habe ich dir auch mal da oben verlinkt, die kannst du dir gerne auch mal angucken, wo wir dann irgendwann auch gesagt haben, naja, da sehen wir wenigstens irgendwelche Fäden, die von Mothra hätten sein können. Hier ist das einzige Indiz, auf das du aber erstmal kommen musst, dass es zwei Godzillas geben könnte, dass wir hier einen verbrannten Godzilla sehen und da eben einen normalen. Aber
Ich bin der Meinung, da hat sich jemand sehr wahrscheinlich verplappert. Diese Theorie wird nicht umsonst gerade so groß aufgebauscht. Ich glaube, da sind wir an was ganz Nahem dran. Übrigens, eine ähnliche Theorie gab es auch damals bei Godzilla Cross Kong, wo es hieß, dass dieser neue Gegenspieler, also der King Louis Kong, der Orang-Utan Kong, dass der mit einer Peitsche Kaijus zähmen kann und dann zusammen mit einem Tier-Kaiju gegen Godzilla und Kong kämpft. Ist eine Theorie, die einfach aus dem Nichts gekommen ist. Und dann irgendwann wurden Spielsachen veröffentlicht und dann hieß es ja, das ist tatsächlich Fakt. Bist wie immer du gefragt, wie ist deine Meinung dazu? Sagst du ja? Kann ich mir schon ganz gut vorstellen. Hättest du lieber Mothra gesehen oder denkst du, na, da wird es wahrscheinlich nur einen einzigen Godzilla geben und die Theorie ist kompletter Humbug? Schreib's mir in die Kommentare unten rein. In diesem Sinne bin ich raus mit dem Video für heute. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Ciao.